Verehrte Gäste, wie jeden Mittag um diese Zeit kommt der Herr Lunderjet von Hamburg nach Cuxhaven. In Dienst gestellt im April 2018, fährt unter der Flagge von Zypern mit Heimathafen in Basol und wurde auf der Austalwerft auf den Philippinen gebaut. Beredert wird dieses Schiff durch die FRS Helgoland Line, Tochter der FRS-Gruppe in Flensburg. Kosten für dieses Schiff 17 Millionen Euro. DH Lunderjet ist 46,4 Meter lang, 14 Meter breit und hat einen Tiefgang von 2,50 Meter. Die Maschine leistet 8.960 kW, das sind 12.182 PS und damit kann eine maximale Geschwindigkeit von 36 Knoten, das sind 67 Stundenkilometern, erreichen. Unter normalen Bedingungen kann der Lunderjet 680 Passagiere mitnehmen, 100 in der Premium-Klasse, 202 in der Panorama-Klasse und 378 in der Jet-Klasse. Der Lunderjet hat auf dem Seeweg von der Werft auf den Philippinen nach Hamburg durch den Indischen Ozean, Suezkanal und Mittelmeer mit einer Entfernung von 10.300 Seemeilen, das sind ca. 19.000 Kilometer, aus eigener Kraft zurückgelegt. Diese Fahrt diente gleichzeitig als Erprobungsfahrt. Der Lunderjet wird in der Sommersaison eingesetzt im Liniendienst zwischen Hamburg und Helgoland. In normalen Jahren transportiert der Lunderjet ca. 95.000 Besucher nach Helgoland.
Auch die Farben von Helgoland finden sich am Halunderjet wieder, grün, rot, weiß. Grün ist das Land, rot ist die Kant, die Felsen, weiß ist der Strand. Das sind die Farben von Helgoland. Hinweis zum Namen des Schiffes Halunderjet. Jet ist klar wegen der Schnelligkeit des Schiffes. Halunder ist ein nur noch auf Helgoland gesprochener Dialekt. Er wird heute leider nur noch von etwa ein Drittel der Helgoländer gesprochen. In der Schule wird die Sprache Halunder von der 1. bis zur 6. Klasse unterrichtet. Halunder ist auf Helgoland als zweite Amtssprache offiziell zugelassen. Nach kurzem Aufenthalt wird Halunderjet wieder ablegen und weiter nach Helgoland fahren. Da war ich was. Das ist für uns nichts mit der Lage.